Haben Sie gewusst, dass Wikisana die größte Suchmaschine ist für ganzheitliche Medizin? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute habe ich wieder die ganz große Freude und Ehre, einen Herrn hier zu haben, der wirklich ein wahrer Wissenschaftler ist, der in einem Bereich etwas erforscht hat, was für mich unfassbar wichtig ist, aber auch für Sie. Es geht nämlich hier um jenseits der Materie. Was gibt's da? Was ist da? Gibt's hier empirische Forschung dazu, was auf der anderen Seite sein sollte? Sind das nur Dinge, die wir alle nur zu glauben haben? Oder gibt's hier wirklich eine Wissenschaft dahinter, die das alles beweist? Ja, es ist tatsächlich so, es wird schon sehr vieles bewiesen und nicht nur durch ihn, sondern es gibt auch ganz zahlreiche andere Wissenschaftler, die sich damit schon beschäftigt haben. Und ich finde das einfach eine unfassbare Herzensangelegenheit, dass wir hier mal über dieses wichtige Thema reden und auch unserem Gast heute, der da ist, einfach auch mal Danke sagen, dass er das auch wirklich gemacht hat. Mein Gast ist Professor Dr. Oliver Lazar und da ist er. Herzlich willkommen, lieber Oliver. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin einfach total geflasht, wirklich. Dieses Buch, ich sag dir, ich habe da schon so viel Werbung darüber gemacht, weil hier einfach kein Mensch mehr Angst haben muss vor dem Ende, vor dem Tod, vor dem, es ist nichts mehr. Und das ist widerlegt, es ist nachher immer noch was, und zwar sehr viel mehr, als wir denken. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr verraten, sondern eigentlich dir bitten, hier ein bisschen uns neugierig zu machen auf diese empirischen Daten, was es alles da gibt und schon erforscht wurde, so dass wir einfach wirklich sagen können, es gibt Fakten und wir dürfen daran glauben. Ja, sehr gerne. Bitte. Du hast jetzt gerade in der Einleitung ja auch von Beweisen gesprochen. Ich bin ja immer etwas vorsichtig bei diesem Thema Beweise. Ich bin ja auch Informatiker, habe also auch mit Mathematik zu tun. Ich sage immer, beweisen kann man in der Informatik und Mathematik. Mhm. Die Laufzeit eines Algorithmus zum Beispiel. Aber in den Naturwissenschaften und auch hier jetzt bei diesem Thema Jenseitskontakte ist das mit Beweisen relativ schwierig. Ich würde eher sagen, wir haben wissenschaftliche Methodik benutzt und wir haben dann basierend auf den Daten, die wir gefunden haben, einfach den Schluss auf die bestmögliche Lösung gefunden. Also das, was naheliegend ist, basierend auf den Daten. Das finde ich ist ganz wichtig, weil es ist ja nicht so, dass wir an die große Glocke hängen, wir haben jetzt den Beweis gefunden. Nein, ich bin aber immer wenn noch du 80-90% Übereinstimmungen hast, dann muss man doch schon sagen, oder? Ja, genau. Das heißt, ich lasse es sozusagen den Leser selber entscheiden, ob ihm das reicht oder nicht. Okay. Ich möchte also nicht als derjenige auftreten, der sagt, ich habe jetzt den Beweis, sondern als Wissenschaftler muss man immer offen sein, auch für Kritik. Und das bin ich auch weiterhin. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt etwas finden sollte, was möglicherweise kritikwürdig ist, dann nehme ich das auch gerne an. Ich sage jetzt nicht, das ist hundertprozentig bewiesen. Ich für mich weiß es, dass es bewiesen ist, weil ich auch noch andere Dinge erlebt habe und erfahren habe. Aber es geht darum, wie kann man so etwas transportieren? Wie kann man diese Erkenntnis transportieren. Mhm. Das heißt, deswegen habe ich mit dieser wissenschaftlichen Methodik angefangen, die Jenseitskontakte zu untersuchen. Und Auslöser war ja dieses persönliche Ereignis auch bei mir mit dem Unfalltod einer Klassenkameradin meiner damals 13-jährigen Tochter, dass ich dann letztendlich auch anfing, Dinge zu hinterfragen, zu lesen, zu recherchieren, wo ich in Kontakt kam mit verschiedenen Jenseitskontaktmedien, die mir plötzlich Botschaften durchgegeben haben von diesem verstorbenen Kind, die ich mir nicht erklären konnte. Ja, das heißt, da kamen Informationen durch, die waren so hochspezifisch, die waren nicht recherchierbar. Und da habe ich mich einfach auf die Suche begeben, wo können diese Informationen denn herkommen? Und vor allen Dingen gab es eben solche Informationen, die man als Familiengeheimnisse einstufen kann oder halt auch Informationen, wo man am Anfang gar nichts mit anfangen kann. Ja, also zum Beispiel bin ich bei einem Medium gewesen und da zeigte sich dieses verstorbene Kind. Und sie zeigte sich auf einem Pferd, wie sie geritten ist. Das hat das Medium durchgegeben und dann sagte ich, ja, das stimmt, das weiß ich. Das Kind war eine leidenschaftliche Reiterin. Und dann sagte das Medium, jetzt zeigt sie mir eine 1 und eine 1. Das ist keine 11, es sind zwei einzelne Einsen. Kannst du etwas damit anfangen? Und ich sagte, nee, ich weiß nicht, was das soll. Und das Medium sagte, ja, ich weiß auch nicht, was es soll.
Sie sagte aber auch, das ist nicht unüblich. Oftmals gibt es Dinge, da kann keiner was mit anfangen. Und im Nachhinein stellt sich das dann als richtig heraus. Und das ist in dem Fall auch so gewesen. Ich bin dann nämlich zu den Eltern gefahren von diesem verstorbenen Kind und habe dann nach diesen beiden Einsen gefragt. Und die Mutter wusste auch erst am Anfang nicht, was das soll. Und dann sagte ich, ja, kurz davor hat sich die Joma, so hieß das Mädchen, gezeigt, wie sie auf einem Pferd geritten ist. Und dann sagte die Mutter, ah ja, jetzt verstehe ich das. Denn kurz vor ihrem Tod hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. So, und dann war das natürlich ein absoluter Hammermoment, weil ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Mhm. Diese hochspezifische Information, wo kam die her? Mhm. Das Medium konnte es nicht wissen, ich konnte es nicht wissen. Das heißt, es muss irgendwo noch eine andere Informationsquelle gegeben haben. Und es ist naheliegend, dass es das verstorbene Kind war, weil nur sie kann es wissen. Mhm. Und nur sie hat ein Interesse daran, dass es durchkommt, weil sie möchte ja erkannt werden. Sie möchte ja zeigen, hey, mir geht's gut, ich bin immer noch da. Das heißt, das ist sozusagen der Schluss jetzt daraus, dass man sagt, das ist einfach die naheliegendste Erklärung, dass es von diesem verstorbenen Mädchen kommen muss. Ja. Ich habe vielleicht gerade noch zwei Fragen in einer Klammer. Du hast ja das jetzt diese EREAMIS-Studie gemacht mit 500 Probanden, oder? Genau, richtig. Und wie viele Fragen wurden da insgesamt an diese 500 Leute platziert? Und wenn du das ausgewertet hast, 500 Leute, sagen wir mal vier Fragen, 2000, wie viel war wirklich total treffend? Ja, also das ist die größte Studie der Welt zum Thema Jenseitskontakte mit Kontakten über ein Medium mit 500 Teilnehmern, internationale Teilnehmer, hauptsächlich natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz, aber wir haben auch USA dabei gehabt, Spanien, Frankreich, Dänemark, aus Indien sogar Leute, also wirklich über den Globus verteilt die Teilnehmer. Wir haben 13 Fragen gehabt, also ein bewusst kompakter Fragebogen, weil wir die Leute, die ja teilweise noch in großer Trauer sind, jetzt auch nicht überfordern wollten. Mhm. Wenn wir da jetzt, ich kenne zum Beispiel Studien von Evelyn Elsässer, die Fragebogen hatte, ich glaube mit 200 Fragen oder so. Das ist natürlich hochinteressant, diese Informationen zu bekommen. Aber gerade die Leute, ich sag mal, die frisch in Trauer sind, möchte ich jetzt nicht stundenlang damit sich auseinandersetzen lassen. Mhm. Deswegen ein kompakter Fragebogen. Circa 10 bis 15 Minuten Arbeit ist es gewesen, das auszufüllen. Und in diesem Fragebogen ging es hauptsächlich um die beiden Hauptstudienfragen, nämlich Authentizität. Also inwiefern kann man davon ausgehen, dass die Botschaft, die durchgegeben wurde, wirklich vom Verstorbenen stammt? Also hochspezifische Fakten, hochspezifische Beweise. Und wie war die Wirkung? Also war es tröstlich für mich? Das waren die beiden Hauptforschungsfragen, die wir hatten. Und ja, wie gesagt, 500 Teilnehmer, die aber auch nicht alle gleichermaßen auf dem Level waren, nach dem Motto, wir glauben eh daran, sondern auch hier haben wir unterschieden, was sind das eigentlich für Leute, die da zu uns kommen? Denn es gibt natürlich die Leute, die absolut davon überzeugt sind, dass die Seele überlebt, aber wir haben auch Skeptiker dabei gehabt, nämlich 71, also 71 Skeptiker. Und 14 davon waren sogar absolute Hardcore-Skeptiker, die gesagt haben, nein, absolut unmöglich. Mhm. Das sind teilweise auch Begleitpersonen gewesen. Also manchmal ist die Frau zum Jenseitskontakt und der Ehemann kam mit zum Aufpassen, dass sie nicht übers Ohr gehauen wird sozusagen. Aber das Medium hat keinen Einfluss darauf, wer kommt. Das kann durchaus sein, dass dann gar nicht die Mama von der Frau kommt, sondern dann kommt plötzlich der verstorbene Vater von dem Ehemann. Und dann bekommt er ganz unverhofft einen Jenseitskontakt. Und das Erstaunliche ist, dass in dieser Gruppe, dieser absoluten Skeptiker, wir keinen Unterschied hatten zu denen, die vorher schon überzeugt waren. Das heißt, die Ergebnisse waren in der Gruppe sogar noch besser beim Thema hochspezifische Beweise. Ich habe ein paar Statistiken mitgebracht. Vielleicht können wir einmal kurz drauf gucken. Ja, klar. Diese da? Das war, genau, hier fangen wir vielleicht mal mit an. Was sehen wir da überhaupt? Wir sehen jetzt auf der linken Seite, inwiefern die Teilnehmer schon vorher an ein Überleben der Seelen nach dem physischen Tod geglaubt haben. Und da sehen wir, also bei 500 Teilnehmern, 44,2% waren vorher schon überzeugt, 41,6% hielten es für möglich. Und dann kommt die Gruppe der Skeptiker in Gelb und Rot, also 11,4% waren eher skeptisch und 2,8% sagten, nein, überhaupt nicht. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Entwicklung hinterher, also nachdem sie beim Medium waren, nachdem sie die Botschaften bekommen haben. Und wie wir sehen, ist ja das meiste grün geworden.
Das Rote ist fast verschwunden, also 0,2, das ist eine Person. Das heißt, am Ende von diesen 500 Teilnehmern ist eine Person nur übrig geblieben, die weiterhin skeptisch geblieben ist. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, der Jenseitskontakt hat offensichtlich einen Großteil der Skepsis ausgemerzt. Das finde ich auch immer sehr spannend. Aber alle diese Leute, ich meine, das sind jetzt doch 99%, die entweder überzeugt sind oder es für möglich halten, deren Weltbild ist heute auch ein anderes. Ja. Und auch für die Zukunft, die haben auch keine Angst mehr vor der Zukunft, oder? Ja. Wir haben ja auch Kommentarfelder im Fragebogen gehabt. Also wir haben jetzt nicht nur etwas zum Ankreuzen gehabt, sondern auch Kommentarfelder, wo die Leute erklären konnten. Und ganz, ganz viele Leute haben geschrieben, wie dankbar sie sind und dass sie endlich wieder weiterleben können. Das sind ja teilweise Leute dabei mit Suizidgedanken. Mhm. Ja, die haben dann vielleicht ihr Kind verloren und können nicht mehr weiterleben und sagen, nur durch diesen Jenseitskontakt habe ich es wieder geschafft, ins Leben zurückzufinden. Vielen, vielen Dank dafür. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die in Trauer sind, plötzlich naiv und dumm werden und alles Dahergesagte annehmen von einem Medium, sondern das hat auch unsere psychologische Psychotherapeutin gesagt, die seit über 20 Jahren solche Leute begleitet. Das sind die kritischsten von allen. Also zum Beispiel, das schlimmste Beispiel ist immer, wenn man sein Kind verliert, sage ich. Also wenn man dort Eltern sitzen hat, die ihr Kind verloren haben, die wollen sich nicht selbst belügen. Die sind die kritischsten von allen und hinterfragen alles, weil die wollen es wirklich wissen. Die wollen wirklich wissen, was ist mit meinem Kind passiert. Die wollen nicht hören, ah, dein Kind ist da, begleitet sich, alles gut. Nein, nein, die wollen absolute harte Fakten und Beweise hören, weil erst dann sind sie davon überzeugt, dass ihr Kind wirklich überlebt hat, also dass die Seele überlebt hat. Das ist so ein typischer Vorwurf, der sehr gerne ausgeführt wird, ne? dass man so eine Einstellung hat, ich möchte ja getröstet werden, deswegen glaube ich auch alles, was mir erzählt wird. Mhm. Aber es ist genau der gegenteilige Effekt. Es gibt niemand kritischeren als eine Mama oder ein Papa, die ein Kind verloren haben. Und wenn solche Leute plötzlich switchen und sagen, wow, ich glaube da jetzt dran, dann zeigt das auch, was für eine Kraft ein solcher authentischer Jenseitskontakt besitzt. Ja, ich sage nochmal Seelenfutter. Ja, ja. Diese Eramis-Studie hast du ja auf der Homepage gelegt. Vielleicht kannst du mir noch die Adresse nennen, jetzt auch für die Zuschauer. Und die Frage ist, können wir die auch als Laie lesen und verstehen? Ja, also die Homepage ist jenseits-von-materie.de. Mhm. Dort findet sich dann auch diese Studie, beziehungsweise zumindest die groben Ergebnisse sind dort nachzulesen. Und das habe ich ganz bewusst natürlich so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Das ist ja auch Sinn der Sache gewesen. Ich wollte ja nicht die wissenschaftliche Welt überzeugen, sondern ich möchte die Menschen erreichen, die es wirklich brauchen. Ja. Und das ist eben nichts hochwissenschaftlich Schwieriges, wie dass ich ein schwarzes Loch erforsche und ich Astrophysiker sein muss, um alle Formeln zu verstehen, sondern wir haben ganz einfache Fragen gestellt, nämlich konnte das Medium Botschaften übermitteln, die es unmöglich hätte wissen können? Ja, sowas wäre eine typische Frage. Oder wie tröstlich war das für Sie? Also Fragen, die jeder versteht, die auch jeder beantworten kann. Und deswegen ist es nichts, wovor man jetzt als Nichtwissenschaftler Angst haben müsste, sondern es ist auch für jeden nachvollziehbar. Also wäre jetzt das, was du gemacht hättest, basierend auf einem Medikament gewesen, wäre jede Tageszeitung auf der ersten Seite voll, dass man jetzt ein Heilmittel hätte, was alle Probleme lösen würde. Aber durch das, dass du dich hier mit einem Thema beschäftigt hast, das einfach wirklich die Grenze öffnet, bleibt es eigentlich unter dem Teppich. Ja, ja, so ist das leider. Aber wenn man sich die Daten anschaut, wie du schon sagst, kann man gar keinen anderen Schluss mehr zulassen. Vielleicht können wir ja auch noch mal eine Folie weiter. Genau. Dann kommen wir nämlich genau zu dem, ich sag mal, Schwerpunkt dieser Eremis-Studie, wo es nämlich um diesen Punkt geht, gab es einen hochspezifischen Beweis, den das Medium unmöglich hätte wissen können. Das ist so ziemlich die wichtigste Frage gewesen. Mhm. Vielleicht mal ein Beispiel für so einen hochspezifischen Beweis. Wir hatten eine Dame in einem Sitting, so nennt man eine solche Sitzung, die hatte ihre Tochter verloren. Und das Medium hat dann gesagt, deine verstorbene Tochter zeigt mir gerade einen Hasen und einen einzelnen Fisch. Und dann hat die Mutter in die Kommentare geschrieben, und das stimmte, meine Tochter besaß ein Hasen oder Kaninchen, das lasse ich jetzt mal gelten, und meine Tochter hatte einen einzelnen Fisch als Haustier. Welches Kind hat denn bitte schon einen einzelnen Fisch als Haustier? Das ist doch nichts, was man erraten kann, hat sie in die Kommentare geschrieben.
Und das Medium gibt jetzt auch nicht erstmal 20 andere Tiere durch. Hund, Katze, Maus und irgendwann mal kommt der einzelne Fisch. Nein, sondern sie sagt, das kriege ich gezeigt. Ich sehe jetzt gerade hier den Hasen und einen einzelnen Fisch. Das ist mal ein Beispiel für einen hochspezifischen Beweis, den aber die Mutter auch sofort verifizieren konnte. Ja, das heißt, wir haben hier nochmal unterschieden. Ich habe ja gerade das Beispiel gebracht mit den beiden Einsen. Da wusste ich nichts von, das Medium auch nicht. Da musste ich sozusagen recherchieren, die Eltern befragen und dann erst kam es heraus, dass es wahr ist. Das ist nochmal eine höhere Kategorie. Weil das beweist letztendlich, dass man nicht dich liest. Genau, richtig. Sondern genau, weil ich sag mal, bei solchen Dingen, wo dein Gegenüber das sofort verifizieren kann, könnte man jetzt als Kritiker sagen, das ist vielleicht Cold Reading, also psychologische Tricks. Ich lese mein Gegenüber, ich entlocke meinem Gegenüber gewisse Sätze, versuche zwischen den Zeilen zu lesen und verwende zum Beispiel so etwas wie den Barnum-Effekt, dass ich so allgemein gültige Dinge sage wie, du trägst ein Schmuckstück von deiner verstorbenen Oma dabei und dann sagst du, ja, das stimmt, ich habe hier meinen Ring und dann glaubst du, wow, woher hat er das gewusst? Ja? Oder du hast eine Schachtel mit alten, unsortierten Fotos zu Hause. Wer hat das nicht? Ja. Also das ist Code Reading, darum geht es hier nicht. Hier geht es um hochspezifische Beweise, die wirklich zutreffend sind, nur für dieses Individuum. Ja, also mit diesem einzelnen Fisch, das ist jetzt keine allgemeine Information, sondern das ist schon so hochspezifisch. Ja klar, wenn du einen Fisch hast, dann hast du mehrere, oder? Ja, und vielleicht ein Aquarium mit mehreren Fischen, aber so ein Eins ist schon eher selten. Mhm. Ja, also, und dann noch die Kombination mit dem Kaninchen. Mhm. Ja, also auch das war ja korrekt. Mhm. Das ist schon sehr erstaunlich, aber nichtsdestotrotz, das ist eine Information, die eben der Hinterbliebene auch weiß. Und man könnte jetzt theoretisch sagen, der Verstorbene muss eigentlich gar nicht da gewesen sein. Vielleicht war das eine telepathische Verbindung zwischen Medium und Hinterbliebenen. Also vielleicht hat das Medium diese Information aus der Mutter abgesaugt. Mhm. Gedanken lesen. Genau, Gedanken lesen. Und das ist durchaus legitim, diese Kritik. Und deswegen sind wir ja noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir untersuchen jetzt eben auch solche Fälle, wie das mit der Eins und der Eins, wo man nachträglich erst verifizieren muss. Mhm. Weil dann kann man es nicht von seinem Gegenüber gelesen haben, bekommen haben. Dann muss jemand anderes noch involviert sein. Jetzt sieht man auch wieder, was Wissenschaft ist. Ja. Weißt du, da, man hört die ja wirklich gern zu. Großartig. Aber jetzt gehen wir vielleicht mal zurück zu der Folie mit der Statistik. Da sind wir ja gerade stehen geblieben. Also hochspezifischer Beweis, darum geht's hier. Und wir haben vier Farben. Das sind die Gruppen, die ich vorhin kurz gezeigt habe. Also die Grünen, das ist die Gruppe der Feuerüberzeugten. Die Blauen, das sind die, die es für möglich hielten. Die Gelben, die waren eher skeptisch. Die Roten, das sind die absoluten Hardcore-Skeptiker. So, und jetzt sehen wir links das Ergebnis für eindeutig ja. Also wir haben im Mittel hier einen Wert von ca. 85-86% der Teilnehmer, die gesagt haben, ja, ich habe einen hochspezifischen Beweis bekommen, den das Medium unmöglich hätte wissen können. Und sehr erstaunlich finde ich eben jetzt hier den roten Balken, weil das sind ja, ich sag mal, die Hardcore-Skeptiker, die gesagt haben, nee, unmöglich, nie, never, ich glaube da nicht dran. Und die haben eigentlich hier die besten Ergebnisse erzielt. Ich sag mal, ich hätte jetzt im Vorfeld eigentlich eher erwartet, dass es dann bei den Skeptikern weiter nach unten geht. Aber es ist genau das Gegenteil. Hätte ich auch erwartet, ja. Also das ist schon erstaunlich. Und dann sehen wir ja mit eher ja, sind wir dann halt auch nochmal so bei, naja, was ist das, 10% jetzt vielleicht im Mittel. Und die rechten Bereiche mit eher nein und eindeutig nein, die sind verschwindend gering. Also das ist, finde ich, schon mal ein extremes Beispiel. Also das hat eine statistische Signifikanz, die ist sondergleichen. Ja, du hast ja vorhin von dieser 5%-Hürde gesprochen, die man in der wissenschaftlichen Welt einsetzt. Hier sind wir bei einer ganz, ganz anderen Kategorie. Ja, also das ist so eindeutig, eindeutiger kann es gar nicht sein. Wir haben uns teilweise über schlechte Fragebögen gefreut, die zurückgekommen sind, weil wir haben uns gesagt, das glaubt uns keiner. Das nimmt uns hinterher keiner ab, wenn wir so viele positive Ergebnisse haben. Aber es ist so. Ja, also wir haben ja nichts beeinflusst. Wir haben ja lediglich nur die Kreuzchen gezählt und ausgewertet. Und das kam dabei heraus. Ne? Gehen wir jetzt weiter. Ja, gerne. So, jetzt kann es natürlich sein, dass das Medium einen super Hammerbeweis raushaut. Aber der Rest der Sitzung war vielleicht schlecht. Mhm. Ja, es geht vielleicht so 45 Minuten eine solche Sitzung und dann war ein Beweis dabei, der absolut hochspezifisch ist, aber danach erzählt das Medium Dinge, die sind schwammig und schlecht. Hätte ja durchaus sein können. Deswegen haben wir auch gefragt, wie war es denn insgesamt, die Sitzung? Also man konnte das in einer Prozentangabe angeben, wie stimmig, wie korrekt war die Sitzung. Und hier sehen wir jetzt auf der Folie das Ergebnis, dass wir uns da hauptsächlich zwischen 70 und 100% bewegen.
Ja, das heißt, hier haben wir dann auch einen Mittelwert von ja, ungefähr 82% der Leute, die haben gesagt, das Sitting war also ja, nahezu über die ganze Dauer hinweg sehr stimmig und korrekt. Ist ja Wahnsinn, ja. Gell? Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Sitzungen, wo es nicht funktioniert. Also es ist jetzt, also ein Jenseitskontakt hat einen anderen Charakter als ein physikalisches Experiment. Wenn du jetzt feststellen willst, wann fängt Wasser an zu kochen und du hast immer den gleichen Luftdruck, dann kannst du dieses Experiment 100 Mal durchführen und das Wasser wird immer bei 100 Grad Celsius anfangen zu sieden. Das ist diese Wiederholbarkeit. Das ist etwas, was man in den Naturwissenschaften einfordert, die Wiederholbarkeit von Experimenten. Aber wir Menschen, wir sind nicht wiederholbar. Und das gilt auch für Jenseitskontakte nicht. Wir haben mit Seelen zu tun, mit Energien zu tun, die nicht wiederholbar sind. Und das bedeutet aber nicht, dass es nicht erforscht werden kann. Also der Urknall ist auch nicht wiederholbar. Trotzdem kann ich ja Wissenschaft darüber betreiben. Ja. Ja, aber das muss man erstmal verstehen, weil das auch immer wieder von Kritikern gesagt wird, ja, das muss aber wiederholbar sein. Also wenn ich jetzt hier einen Test vorbereite für ein Medium, dann muss ich das 100 Mal testen können, das muss immer dieselben Ergebnisse abliefern können. Aber so funktioniert das nicht. Also, das haben auch viele andere Wissenschaftler im Übrigen auch schon gesagt. Auch der Herr Lesch hat es schon mal in einer Sendung gesagt, dass wir Menschen nicht wiederholbar sind. Ja, also für uns gelten diese Gesetze nicht. Und der Professor Dr. Herbart, das ist ein Pionier der Psychologie aus dem 19. Jahrhundert, ein deutscher Psychologieprofessor, der hat auch gesagt, es lohnt sich aus guten Gründen, über den Menschen anders nachzudenken als auf Basis von Messungen. Mhm. Ja, also wir sind in der Form so nicht messbar. Ja, aber über die Menge hinweg, ne, 500 Teilnehmer, kann man eben schon einen gewissen Trend erkennen, also einen eindeutigen Trend. Ich habe schon eins weiter gedrückt. Genau. Das ist jetzt diese Kategorie von Beweisen, die man erst im Nachgang verifizieren kann. Ach. Ja, das heißt, das Beispiel mit den beiden Einsen habe ich ja gerade schon gebracht. Oder ein anderes Beispiel wäre, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, mit der Frau, die ihren 13-jährigen Sohn verloren hat, der dann durchgegeben hat, auf meine Beerdigung war mein Lieblingslehrer anwesend und er trug eine orangefarbene Jacke. Und die Mutter konnte das nicht bestätigen, weil sie weder wusste, wer der Lieblingslehrer war, noch welche Kleidung die Leute trugen, weil das ganze bayerische Dorf ist auf dem Friedhof gewesen bei dieser Beerdigung, über 500 Leute. Und die Eltern von dem Jungen haben mir auch gesagt, wir haben hinterher uns ausgetauscht, sie waren auch in einer Art Tunnel, haben gar nichts wahrgenommen an dem Tag, was auch verständlich ist. Und ja, dann fing sie an zu recherchieren. Sie hat die Mitschüler befragt, wer war denn eigentlich der Lieblingslehrer von unserem Sohn? Und als sie den ausfindig gemacht haben, haben sie dann den Lehrer kontaktiert und gefragt. Und er sagte, ja, ich habe eine orangefarbene Jacke getragen an diesem Tag. Und das heißt, am Ende von dieser ganzen Kaskade, wo verschiedene Leute noch involviert waren, kommt heraus, die Information ist richtig, sie stimmt. Mhm. Ja. Ja, oder eine andere ältere Dame hat Schlittschuhe gezeigt bekommen in einer solchen Sitzung und konnte damit nichts anfangen. Und sie hat in die Kommentare geschrieben, am Abend kam meine Enkeltochter zu Besuch und hat gesagt, du Oma, ich bin heute im Schlittschuhverein angemeldet worden. Das ist also auch eine Information, die vorher nicht bekannt war. Und am Abend kommt die Enkeltochter und klärt es auf. Ja, das sind einfach mal solche Beispiele. Und davon haben wir 183 dokumentierte Fälle in unserer Studie. Und nicht jeder bekommt solche Informationen. Also nicht jedes Sitting besitzt diese Informationen, wo keiner was mit anfangen kann. Mhm. Etwas über die Hälfte, glaube ich, sind es gewesen, die überhaupt solche Botschaften gekriegt haben. Und hier auf dieser Folie sehen wir jetzt eben das Ergebnis über diese 331 Fälle sind es gewesen. Genau, und 183 haben das sozusagen bestätigt. Das heißt, der grüne Bereich, das sind die Leute, die innerhalb von 3 bis 4 Wochen nach der Sitzung durch Recherche herausgefunden haben, dass die Information stimmt. Ja, das heißt, wir haben den Fragebogen also auch nicht sofort nach der Sitzung verteilt, sondern die Leute hatten 3 bis 4 Wochen Zeit, um eben solche Sachen zu recherchieren, ob die stimmen, und vor allen Dingen auch, um diese Sitzung zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen. Weil es kann durchaus sein, dass man direkt nach so einem Sitting sehr euphorisch ist. Klar. Aber dann fällt einem ein, oh, das hätte man ja vielleicht bei Instagram recherchieren können oder das hätte man googeln können und dann ist es vielleicht doch nicht mehr so gut. Deswegen haben wir auch gewartet, dass die Leute wirklich also authentisch und echt antworten können. Vielleicht noch ein Satz zu dieser Abbildung hier. Das sind ja jetzt 55%, die gesagt haben, ja. Hier gab es einen großen Unterschied zwischen den Leuten, die ein Online-Sitting hatten und die in Präsenz da waren. Weil wir hatten ja dann durch die Pandemie leider nicht mehr die Möglichkeit, so weiterzumachen wie vorher. Das heißt, da gab es dann einige Sittings, die dann online
stattgefunden haben. Das geht auch. Das geht auch, aber bei diesem Punkt vor allen Dingen haben wir gesehen, offensichtlich nicht so gut. Da waren wir nämlich 20% schlechter. Ah. Das heißt, wenn man jetzt nur die Präsenz, also wo man face-to-face sitzt, wenn man nur das betrachtet, da sind wir bei 2/3. Wir haben also 66% gesagt, ja, ich konnte es in den ersten 3 bis 4 Wochen positiv verifizieren. Und das finde ich, ist schon unglaublich, weil allein einer, wenn nur ein Fall dabei gewesen wäre von diesen 500, dann ist das etwas, was man nicht erklären könnte, ja, mit dem materialistischen Weltbild. Das wird schon reichen. Das wird fast schon reichen. Ja. Also man kann ja auch nicht sagen, alle Raben sind schwarz oder alle Schwäne sind weiß. Und man sieht dann einen schwarzen Schwan zum Beispiel, dann ist es eben der Beweis dafür, die Aussage, alle Schwäne sind weiß, stimmt nicht. Ne? Und so ist es ja hier im Prinzip auch. Aber wir haben ja 183 solcher Fälle, was einfach zeigt, es muss eine andere Informationsquelle noch geben. Ne? Und naheliegend ist eben einfach, und das ist halt unser Schluss daraus, es muss der Verstorbene sein. Ich habe mir gerade vorhin überlegt, eigentlich könnte man sowas auch kriminalistisch eigentlich auswerten, oder? Also, ist schon. Ist schon? Ja. Du meinst jetzt, wenn es irgendwo einen Mord gab oder so? Zum sowas, Beispiel, ne? Ja. Ja, kann ich ja gerne mal 2 Fälle berichten. Zum Beispiel Gordon Smith, ein sehr berühmtes, also eines der besten Medien der Welt aus Schottland, den ich kennengelernt habe, der hat erzählt von einer Untersuchung mit Professor Roy, heißt er genau, aus Schottland, mittlerweile schon verstorben. Und bei einer solchen Sitzung hat er junge Dame gehabt, die ist umgebracht worden. Und diese Dame hat den Täter genannt. Und das ist an die Polizei weitergegangen und es wurde nachverfolgt und es war tatsächlich so. Also sie haben den Mörder dann gefasst und das basierte auf dieser Durchgabe von Gordon Smith. Und auch Bettina Suvirode aus meinem Buch, also aus unserer Eriams-Studie, hat durchaus auch Kontakt zur Kriminalpolizei schon gehabt und dort geholfen. Aber das ist natürlich auch immer etwas mit Vorsicht zu genießen und läuft ein bisschen auch hinter vorgehaltener Hand natürlich. Das wird nicht öffentlich kommuniziert, weil wie gesagt, ist ja auch nichts, was akzeptiert ist. Oder vielleicht kommt dann auch der Staatsanwalt und sagt, wie kann denn das Medium das wissen, wo die Leiche ist? Ne? Vielleicht ist das Medium die Mörderin oder so. Deswegen ist das auch nichts, was jetzt groß an die Glocke gehängt wird. Aber es findet sowas tatsächlich im Hintergrund auch statt. Also es gibt auch bei der Polizei Leute, die daran glauben. Und ich glaube auch Pascal Foggenhuber, ja, also hier aus der Schweiz, der hat ja auch mal mit der Polizei zusammengearbeitet und da Projekte gemacht. Da war dann irgendwie in einem Raum, wo ein Mord stattgefunden hat. Und dann konnte er diese Energien noch wahrnehmen und da was zu sagen. Ja, also faszinierend. Auch für die Forensik interessant. Ja, so schön. Wir haben noch eine Folie, die wir noch abschließend anschauen möchten. Das ist die zweite große Forschungsfrage gewesen, nämlich in welchem Maße war der Jenseitskontakt tröstlich für Sie? Weil das ist ja das Entscheidende. Und hier sehen wir dann auch auf der linken Seite die höchsten Balken, nämlich sehr. Das heißt, wir sind hier bei ca. 81% im Mittel der Teilnehmer, sagen, das war sehr tröstlich. Und nochmal weitere ca. 16%, die sagen immerhin noch ein wenig tröstlich. Also wir sind bei ungefähr 97% der Leute, die sagen, das ist tröstlich. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was in der konventionellen Trauerbegleitung möglich ist, ist das schon ein absoluter Topwert, muss man sagen. Also es wird eigentlich schon den Hinweis geben, dass wir eigentlich innerhalb so einem Leid, wo wir uns drin sind und nicht mehr wissen, wie wir rauskommen, durchaus der Weg zu einem Medium von großem Vorteil wäre. Absolut. Ich habe ja auch in diversen anderen Vorträgen Zitate aus meiner Studie drin, wo ich eben Leute aus der Studie zu Wort kommen lasse. Und das ist teilweise so bewegend, also wenn da eben Leute sind, die ihre Kinder verloren haben und keinen Ausweg mehr sehen und sagen, ich habe nicht mehr ins Leben zurückgefunden. Mein Mann wollte sich das Leben nehmen, aber diese Sitzung, diese eine Sitzung bei dem Medium hat uns 1000-mal mehr geholfen als diese zig Male, wo wir beim Trauerbegleiter waren. Ich will das nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Also ich sage, die konventionelle Trauerbegleitung ist auch sehr wichtig. Tja. Sehr, sehr wichtig. Aber hier haben wir noch ein weiteres Tool. Ich will einfach nur noch einen weiteren Weg zeigen, der extrem effizient ist. Mit der klassischen Trauerbegleitung kann ich Akzeptanz bekommen. Das ist so Top-Level. Aber hier kann ich Heilung bekommen. Heilung und Trost. Und das ist mit der konventionellen Trauerbegleitung nicht möglich. Heilung und Trost, das ist das Stichwort, was ich einfach abschließend auch nochmals darauf hinweisen möchte. In diesem Buch findet man das wirklich, Heilung und Trost. Und ich denke, es ist ein Buch,
das sich hervorragend eignet, auch anderen Menschen zu schenken, die gerade in einer solchen Situation drinstecken. Denn hier können wir wirklich etwas bewegen und den Menschen wirklich Hoffnung geben, Kraft geben, Zuversicht auch geben können, dass alles nicht so endlich ist, wie uns immer wieder gesagt wird und letztendlich über so einen leidvollen Abschied, den wir von einem Menschen machen müssen, den wir geliebt haben, jetzt einfach durch hier wieder erfahren können, dass es nicht endlich ist, dass der noch irgendwo auch ist als Energie wahrnehmbar. Und wenn man dann noch ein Medium sucht und mal ein Gespräch suchen will, hat es auch in diesem Buch drin eine Anleitung, auf was man achten muss. Ich erinnere mich daran, nicht jedes Medium ist wirklich das, was wir eigentlich erhoffen. Ja. Und da vielleicht auch noch, wie hast du die richtigen, für dich Anführungszeichen, Schlusszeichen, Medien entdeckt? Also ganz viel ist Intuition. Das Bauchgefühl, das ist auch was Echtes. Und das ist ganz, ganz wichtig bei der Entscheidungsfindung, aber man muss natürlich auch darauf achten, was hat das Medium für eine Ausbildung. Es mag auch gute Medien geben, die keine Ausbildung haben, einfach nur Talent, aber ich bin trotzdem der Meinung, ein Medium arbeitet mit dem Wichtigsten, was wir haben, mit unserer Seele. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas am Herzen habe, dann lasse ich da auch nur einen ausgebildeten Mediziner dran, an eine Operation am offenen Herzen und keinen hochtalentierten anderen. Mhm. Und so ist es bei den Medien auch. Ich denke mir, eine gute Ausbildung, das Medium muss davon berichten, dass es nicht nur 2-3 Wochen Endseminare besucht hat, sondern vielleicht jahrelange Ausbildung bei guten Lehrern, die auch namentlich genannt werden. Aber das Allerwichtigste ist eben die Reputation. Ja, dass man also von anderen hört, wie gut es ist, dass es da auch vielleicht eine Warteliste gibt. Das ist auch ganz oft ein Hinweis darauf, dass das Medium gute Arbeit leistet. Aber man hat trotzdem nie die Garantie. Es muss auch zusammenpassen. Ich kann zum besten Medium der Welt gehen, aber das muss nicht heißen, dass ich da auch eine gute Botschaft kriege. Vielleicht passt das energetisch gar nicht so gut zusammen und für mich ist ein anderes Medium besser. Ja, das heißt, die Garantie kann man auch nie bekommen. Aber es sind halt so ein paar Punkte, auf die man dann vielleicht achten kann. Es muss immer evidenzbasiert arbeiten, das Medium. Also niemals irgendwelche Floskeln akzeptieren. Das Medium muss immer erst beweisen, weil erst dann, wenn ich weiß, aha, der hat mir jetzt was gesagt, was er nicht wissen konnte, erst dann kann ich auch andere Botschaften annehmen. Ich kann nicht einfach sagen, dein Verstorben ist da, der steht hinter dir, er begleitet dich, er liebt dich. Ne? Ja, das ist eben die Manipulation. Ja. Da habe ich grausam Respekt und irgendwie spüre ich das sofort, wenn ich manipuliert werde. Die Haare stehen gerade auf. und dann geht es eigentlich letztendlich auch nur ums Geld verdienen. Und hier ist eben das sehr ein heikler Punkt, oder? Genau. Das ist halt nicht so, dass es ein Medium, dass es ein Ausbildungsberuf ist, der staatlich akzeptiert ist und man ein Gütesiegel bekommt. Das ist da leider nicht möglich. Man muss wirklich aufpassen. Es gibt Scharlatanerie, absolut, das gibt es. Es gibt aber auch Leute, die sind von sich überzeugt, dass sie gut arbeiten, aber wenig Talent haben. Aber es gibt eben auch einen kleinen Teil der Leute, die sind hochtalentiert und können wirklich was. Und das heißt, diese Leute muss man dann halt sondieren und finden. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass die in dieser Branche natürlich auch Scharlatanerie betrieben wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Titel des Buches habe ich Ihnen während der Sendung auch schon gesagt. Wir werden es auf YouTube natürlich unten in die Kontaktdaten verlinken, inklusive ISBN-Nummer. Und ich kann einfach nochmal sagen, wenn Menschen in Leid sind und wir denen ein solches Geschenk machen, dann tun wir wirklich was Gutes. In diesem Sinne, lieber Oliver, ganz herzlichen Dank nochmal, dass du diese Studie gemacht hast mit 500 Leuten, wirklich weltweit die größte Studie dazu, zu dieser Jenseits und diese faszinierenden Ergebnisse so in diesem Buch zusammengefasst hast. Großartige Leistung und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.